Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Stimmmeditation. Wir beginnen mit einer rhythmischen Übung. Die Tonfolge ist Ta, Ja, Kan, Na, Hai. Ich mache das einfach vor und wir machen das so lange, bis die Zimbel wieder ertönt. Ta, Ja, Kan, Na, Hai. 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 Taya kanna hai, 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 taya kanna hai. Taya kanna hai, 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 taya kanna hai. Taya kanna hai. Wir wechseln nun den Vokal aus zu Ö. Tö, Jö, Könne, Hö. 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 Taya kanna hai, 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 taya kanna hai. Taya kanna hai, 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 taya kanna hai. Taya kanna hai, 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 taya kanna hai. Und wiederum kurz nachspüren. Spüren, ob sich etwas verändert hat oder auch nicht. Nun kommen wir zu unserer nächsten Stimmentfaltungsübung und zur Stärkung der Organe. Wir tönen die Vokaltonreihe I, E, A, O, U. Wer mitspielen möchte, I ist der Kopf, E der Hals, A das Herz, O die Leber und U der Unterbauch. Wichtig ist, man tönt diese Reihenfolge in einem Atemzug. Und du machst es in deiner eigenen Tonhöhe. Du kannst auch die Tonhöhe verändern und variieren. Es soll nur ein Atemzug werden. Und zu Beginn ist es manchmal etwas schwierig, aber du wirst sehen, es wird der Atem immer wieder tiefer und dann geht es ganz einfach. Und es geht auch darum, seine Stimme hier einfach einmal frei zu lassen und zu schauen, was passiert eigentlich. I ist der Kopf, E der Hals, A das Herz, E, O die Leber und U der Unterbauch. I. I.
kurz nachspüren und die Stille wirken lassen. Dann sage ich Dankeschön fürs Mitmachen beim zweiten Teil. Und beim dritten Teil gibt es nun ein kleines Konzert.